Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute bin ich besonders aufgeregt, weil heute Siri meine Truppen bestimmt. Ich bin schon echt gespannt, was dabei rauskommt. Wir müssen erstmal gucken, was wir überhaupt zur Verfügung haben. Es ist schon relativ weit fortgeschritten. Wir haben den ersten Überfall schon fast fertig. Aber das nutzen wir mal eben, um schon mal eben zu bestimmen, mit welchen Truppen ich denn zunächst einmal angreifen werde. Also, oh, wir haben die fliegende Festung schon. Das bedeutet, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 10 Truppen, also eine Zahl zwischen 1 und 10 und, oh, wir haben 3. Wir haben 3 Zauber, der ist ein Wohnraum, der ist 3 Wohnraum, perfekt. Bedeutet, die kann ich beide benutzen oder auch die beiden kann ich benutzen, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, also, wir fangen jetzt erstmal an und fragen einmal nach. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 10. Okay. Klicke ich jetzt mal einmal drauf, weil wir müssen uns überlegen, wie viel wir machen, ne? Machen wir ruhig nochmal. Hey Siri. Sag mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay. Okay. Jetzt fällt ja eh schon mal das meiste weg. Hey Siri, sag mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6 ist 5. Okay, nicht wundern, da kommt immer zwischendurch der Sound noch mal einmal durch, weil dann quasi wieder gewechselt wird zwischen Siri und meinem Aufnahmeprogramm, beziehungsweise zwischen Siri und meiner Capture Card. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Ich würde sagen, wir füllen das jetzt auf. Das sieht sogar stabil aus, würde ich mal sagen. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3 ist 2. Okay, das ist schon mal der Blitz, nicht schlecht. So, hey Siri, sag mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3 ist 1. Sehr stabil. Sehr stabil. Muss ich sagen, das gefällt mir wirklich sehr gut. Man muss ja eigentlich auch dazu überlegen, egal was wir jetzt hier bekommen, es ist eigentlich nicht schlecht. Also würde ich jetzt wirklich nur die Magier bekommen, wäre es vielleicht nicht so gut. Aber wir sind auf jeden Fall ready to go. Können loslegen. Wir gucken einmal drauf. Wir spielen gegen Black Label. Okay, da vorne ist natürlich schon mal relativ viel Verteidigung auf einem Fleck. Ja, wir gucken einfach mal. Ich habe echt die Plünderkarren am Start. Oh, das sieht glaube ich schon mal sehr gut aus für uns. Ah, ne, warte mal, ich habe ja keine... Oh, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Wir haben ja keine normalen Barbaren am Start. Das könnte ein bisschen lustig werden jetzt. Das könnte wirklich ein bisschen lustig werden. Aber okay, wir gucken einfach mal, was die jetzt hier so machen. Die Karre, ich hab die Hoffnung, dass die schon mal einiges wegholt an Verteidigung. Ja, wir setzen den Blitz auch schon mal da drauf. Das sind zwei Sachen, die mich auf jeden Fall sonst aufregen würden. Oh ja, ein paar Prozente holen wir schon mal. Es ist die Sache, was machen wir mit... Ja, was machen wir jetzt auf jeden Fall mit dem Rambock? Ja, der geht zwar leider dahin, aber er schafft's noch. Alles gut. So, hat er noch geschafft. Die Karre räumt noch ein bisschen auf. Rambock würde ich eigentlich noch ganz gerne warten, bis da vorne, ja, bis da, genau, zack, jetzt laufen sie natürlich zum Zerschmetterer hin, das ist mir natürlich klar, das ist mir bewusst, oh, die Karre macht natürlich schon mal gute Sachen, die Sache ist jetzt, was tun wir damit, das war sehr optimistisch, gerade von mir, weil mich jetzt die Luftabwehr meine fliegende Festung erwischt, ohne dass die fliegende Festung im Radius ist, das war jetzt nicht so ganz so cool, muss ich sagen, aber sie fliegt jetzt hoffentlich noch da rein. Nein, immer noch nicht. Ja, dann werden wir ihn für gleich benutzen. Jetzt ist sie endlich im Radius, okay. Jetzt ist sie endlich im Radius. Ist allerdings jetzt auch schon im Radius von dem Rathaus. Naja gut. Wir steigern uns gleich. So, zack. Und nochmal einmal. Komm. Ja, ist auch noch kaputt. Schön. Jetzt kommt einmal noch feuern. Ja, hat sie noch. Da kommen jetzt natürlich noch ein paar Skelette raus. Die nochmal ein bisschen durchgeschüttelt werden von der Riesenkanone. Alles klar. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. 25%, die Karre hat uns echt noch was rausgerissen an der Seite. Ein bisschen Verteidigung haben wir auch schon geholt. Naja, nicht schlecht. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, wir machen auch jetzt gleich auf jeden Fall noch... Ja, ich wechsle jetzt gleich einmal durch noch.
Also wechseln jetzt gleich einmal durch, dass ich nochmal einmal Siri frage, was wir für Truppen nehmen. Dann können wir wegen mir auch mal zwei Angriffe mit der gleichen Armee machen. Aber ich möchte jetzt gerne mal einmal noch wechseln, um zu gucken, was sie uns denn hier spendiert. Moment, erstmal einen Schluck Kaffee natürlich. Moment, so. So, hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 3. 3, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 4. Na, ist schon besser. Vor allem in Kombination damit. Hey Siri. Hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 1. Das ist nicht schlecht. Jetzt haben wir 30 von 140. Ich werde es nochmal ein, zweimal probieren, wenn wir dann natürlich nicht extremst den Wohnraum vergrößern. Da muss ich gucken, dass wir vielleicht mal, jetzt sowas wie beim Barbaren, vielleicht mal 2-3 mitnehmen, also 2-3 mal klicken. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 1. Okay, ich würde sagen, wir klicken jetzt hier auf jeden Fall mal zweimal. Oder, ja, machen wir ruhig viermal. Dann haben wir zumindest schon mal die 50 voll. Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 7. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, das ist eh schon weg da vorne, ne? 1, 2, 3, da müssen wir es anders machen. Das ist ja eh schon weg, das Viech. Siri? Hey Siri, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 9. Die Festung ist ja raus. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Zack. Dann nehmen wir davon mal ein. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen zieht, aber das nächste Mal werden wir es, glaube ich, ein bisschen anders machen. Hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 9. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 9 ist 8. Okay. Das müssen wir. Wir müssen echt mal ein bisschen Turbo machen. Warte mal, nehmen wir auch mal 3 Stück von mit. Hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 9. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 9 ist 1. Ja, drück ich auch nochmal dreimal drauf. Zack, zack, zack. Hey Siri. Hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 8. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 8 ist 6. Okay, zack, zack. Hey Siri. Hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 6. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6 ist 1. Will mir einfach nichts anderes geben als die Barbaren. Okay, hey Siri. Hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Eine zufällige Zahl zwischen 1 okay, und 3 Okay, nehmen wir wirklich gerne mit. Hey Siri. Sag mir, wobei ist eh nur noch eins übrig, ne? Dann ist egal. Ist okay, Siri. Okay. Ist okay, Siri. Füllen wir auf. So, brupp. Wir greifen natürlich wieder an. Logisch. Das ist eine sehr interessante Armee, die wir jetzt hier haben, muss ich mal sagen. Das Ding auf jeden Fall schon mal nach da. Das offen machen. Barbaren haben wir ja nun wirklich noch einige am Start, die ich jetzt hier auch noch benutzen muss, um da an den Seiten erstmal aufzuräumen. Also wir werden jetzt natürlich mit dem zweiten Angriff diesen Stadtgipfel noch nicht legen können. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Das wird nicht funktionieren. Aber dadurch, dass wir jetzt noch echt 7 Barbaren haben, das ist schon mal nicht schlecht. Was ich jetzt halt gar nicht so gut gebrauchen kann, eigentlich ist, ja, es ist eigentlich der Raketenballon, obwohl die Luft. Wir haben einen Raketenballon, wir haben einmal Minions und wir haben dreimal Fässer. Ich überlege gerade noch, wofür ich das gebrauchen kann. Vielleicht für die Seite, wenn wir mit dem Riesen ein bisschen ablenken. Ich weiß es aber noch nicht, weil da nämlich auch die Luftbomben sind, aber auf der anderen Seite ist da der Der Bombenturm, das ist natürlich auch nicht schlecht. Und die Raketenartillerie ist auch da. Das ist natürlich überhaupt nicht cool. Das ist nicht cool. Das ist ein dickes Problem für uns. So, komm, mach mal eben das Gebäude da weg, bitte. Da oben sind sie auch noch zugange. Da auch noch, bitte. Ja, das ist gut. Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt gleich schon mal für eine Seite entscheiden. Ich entscheide mich dann für die hier vorne. Oder wir nehmen das Rathaus direkt mitnehmen, kriegen wir auch nicht. Das ist auch zu gut. Ah, okay, wir haben jetzt 55%. Wir müssen uns gleich mal entscheiden.
So, erstmal das Gebäude kriegen wir noch. Das ist schon mal gut. So, oben, wir machen erstmal auf allen Seiten ein bisschen Platz. Da ist ja noch der Heilzauber. Ja, komm, wir setzen ihn gleich mal da drauf. Da noch auf, bitte. Ah, da war noch eine Mine. Das ist nicht cool. Jetzt muss ich natürlich überlegen, was ich mache, ne? Das war meine einzige Idee, die ich gerade hatte, das so zu machen. Das war gerade meine einzige Idee, aber es ist... Ja, wobei, es ist... Na, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Ah, Mist, ey, diese Skelettfässer. Diese Skelettfässer. Aber wir kriegen das Gebäude auf jeden Fall noch eben. Das kriegen wir nicht mehr. Oder doch, kriegen wir auch noch. Okay, 70%, das kriegen wir jetzt auch noch da vorne, das Haus. Na gut, dann müssen wir jetzt gleich mal gucken. Ja, dass wir glaube ich, mal uns festlegen, dass wir das irgendwie auf 50 Wohnraum oder so hoch machen, wenn Siri was sagt. Denn sonst ist das ein bisschen blöd. Sagen wir 50 Wohnraum. Sonst ist das blöd. Oder ne, warte mal, 140 haben wir, ne? 140 Wohnraum haben wir zur Verfügung. Ich guck mal eben. Ist halt schwierig. Ja, sagen wir ruhig 50. Hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 9. Ah ne, 10, ups, ups, 10, eine 10. Nein, Zahl 10, 10. 9 ist 6. 10. Warte. Hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Hab ich mich vertan. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 1. 1. Okay, das bedeutet, ich kann auch gerade gar nichts mehr anklicken. Irgendwo ist Siri jetzt gerade bei mir noch im Hintergrund. Also ich kann gerade nichts machen. Ich kann gerade nichts machen. Einen Moment. Ah, jetzt haben wir es wieder. Also, 50 Stück. Hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 9. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 9 ist 3. Ich habe auch echt kein Glück, ne? Ich habe auch kein Glück. Das ist nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut jetzt. Das ist nicht gut. Dieses kleine Gemüse, das ist nicht gut. Damit werden wir nicht weit kommen. Hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 9. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 9 ist 2. Zum Auffüllen ist es jetzt okay. Aber es sind auch nur 4 Stück, ne? Hey Siri. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3 ist 1. Immer 1? Das gibt's doch gar nicht. Na gut. Das wird unsere Armee sein. 73%. Es wird spannend. Haben wir jetzt noch irgendwas? Oh, ich habe gerade gespendet, obwohl ich hier im Dings-Account bin. Nicht cool. Nicht cool. Da muss man drauf achten. Das waren gerade 10 Gems. Also, wir greifen an, aber wir gucken einmal noch drauf. Boah, das wird schwierig. Ja, ich muss ja schon von der Seite, ich muss ja schon da irgendwie reingehen. Das bringt ja nichts. Ich habe so viel Kleinkram jetzt hier noch am Start. Ich krieg diese Luftabwehr niemals weg. Ja, da ist doch die Raketenartillerie. Wie soll ich das machen? Von wo soll ich reingehen? Was soll ich erledigen? Es ist ja wirklich kaum zu schaffen. Von was soll ich jetzt reingehen? Was mache ich jetzt? Vor allem, was mache ich jetzt mit den Lakaien? Damit kann ich auch kaum was machen. Ihr seht es ja jetzt gerade. Keine Chance. Zwei Gebäude haben wir gerade weggeholt. Zwei Gebäude. Maximal. Ja, und den einen Turm haben wir ein bisschen angeschlagen. Jetzt kann ich da noch was setzen. Ich kann hoffen, dass wir jetzt da zumindest noch mal eben was holen, aber es wird auch schwierig werden. Ja, haben wir noch ein Gebäude geholt. Boah, das ist wirklich schwierig. Oh, die Luftbomben, das wäre natürlich wichtig. Das wäre natürlich super wichtig, wenn wir die noch holen würden. Ja, gut. Noch so gerade eben rumgerissen, aber das, ja, ihr habt's gesehen. Mit so viel Kleinkram da rumlaufen, das ist echt schwierig. Aber okay, das ist das Spiel. Ich hab's gesagt, Siri bestimmt die Truppen. Also, okay, wir müssen nochmal unsere Armee bestimmen und es geht weiter. Hey Siri! Bitte eine Zahl zwischen 1 und 10. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 1. Nicht cool. Das ist wieder so viel Kleinkram. Okay. Hey Siri! Bitte eine Zahl zwischen 1 und 9. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 9 ist 4. Ist okay. Das sind die Raketenballons. Damit kann ich arbeiten. Ja, 4 Stück. Ist in Ordnung. Hey Siri! Bitte eine Zahl zwischen 1 und 9.
Eine zufällige Zahl zwischen 1 Oh, und 9 die ist 9. Plünderkarre. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist zumindest schon mal ein bisschen was. Ja, es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Es ist besser als eben. Also, hey Siri. Bitte eine Zahl zwischen 1 und 3. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3. Es ist jedes Mal die 1. Ich will es jetzt einfach nur nochmal sicherheitshalber noch einmal. Hey Siri. Bitte eine Zufallszahl zwischen 1 und 3. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3 ist 1. Hey Siri. Bitte eine Zahl zwischen 1 und 3. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3 ist 1. Ich verstehe das nicht. Entweder ich bin bekloppt oder die nimmt das wirklich immer. Hey Siri. 1, 2 oder 3. Leider kann ich nicht auf deinem iPad anrufen. Schade. Hey Siri. Bitte eine Zahl zwischen 1 und 3. Eine zufällige Zahl okay. zwischen 1 und 3 ist 3. Es war also wirklich nur Zufall. Also, zack, dann füllen wir es wieder auf. Das ist die Armee, mit der wir jetzt den Stadtgipfel, glaube ich, noch immer nicht besiegen werden. Es ist immer noch zu viel Verteidigung da, leider. Ach, das sind nochmal Luftbomben. Ach, du Heiland. Ach, du Heiland. Ach, du Heiland. Okay. Irgendwie werden wir es schon hinbekommen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Ich habe absolut noch keine Ahnung, wie. Wir nehmen da noch einen mit. Wir nehmen jetzt erstmal das dahin dafür. So, damit das schon mal weg ist. Das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Ich weiß jetzt wieder nicht, von welcher Seite wir vorgehen sollen, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen jetzt erstmal den mit. Gehen da drauf. Ja, könnte... Oh, ja, die Raketenartillerie ist gleich weg. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. So, es ist schon mal ein Anfang. Oh, Barbaren, lauft! Weiter. Lauft ein bisschen, macht ein bisschen Schaden. Komm. Oh, das hat gesessen. Das hat wirklich gesessen. Aber jetzt sind wir fast... Ich weiß ja nicht, wie viel Angriff ich noch habe, aber wir sind ja zumindest gleich... in den Regionen, wo wir dann zumindest ein bisschen noch was reißen können. Ja, die Karre wird aber leider die Luftbomben jetzt auch nicht mehr schnappen. Ey, 95%, ernsthaft? 95%, wenn das mir jetzt jemand wegschnappt, ne? Wenn mir das jetzt jemand wegschnappt, ich kicke ihn höchstpersönlich aus dem Clan. Ich kicke ihn höchstpersönlich aus dem Clan. So, wie viel haben wir noch übrig? Ich habe noch einen Angriff übrig. Das ist jetzt wirklich der alles entscheidende Angriff. Also, das ist jetzt der alles entscheidende Angriff. Bitte, Siri, bitte. Bitte, Siri, hab Erbarmen mit uns. Hab bitte Erbarmen. Hey, Siri. Bitte eine Zahl zwischen 1 und 10. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist okay. Ist okay. Nehme ich gerne mit. Ja? Hey, Siri. Bitte eine Zahl zwischen 1 und 9. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 9 ist 5. Hatten wir noch nicht Schleichschützen, stabil auf jeden Fall. Die nehme ich auch sehr gerne mit. Hey Siri, bitte eine Zahl zwischen 1 und 9. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 9 ist 4. Ist okay, würde ich sagen. Ist okay. Jetzt wäre natürlich, der Obergau wäre natürlich jetzt der Sprungzauber. Das muss ich sagen, aber es ist ja jetzt wirklich kaum noch was da. Also, hey Siri. Bitte eine Zahl zwischen 1 und 3. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3 ist 2. Das bedeutet, wir nehmen jetzt wirklich mal nur die mit. Wir nehmen 4 Stück mit. Und jetzt geht's rund. So, jetzt aber. Ich dachte schon, wenn mir das jetzt noch jemand weggeschnappt hätte. Leute, ich hätte euch was gegeben. So. Die Luftbomben sind natürlich gefährlich. Ich überlege gerade noch, wie wir die kriegen können. Also es wird tricky. Ich habe 5-mal die Schleichschützen. Eieieiei. Wir nehmen trotzdem jetzt hier erstmal mit. Ja, ist okay. Okay, die Riesenkanone. Die wird jetzt erstmal gleich dran glauben müssen. Oh, aber bevor sie mich noch einmal holen. Vorher holt sie mich noch einmal. Weiter. Ist weg. So. Das Problem ist jetzt nur, die gehen jetzt wieder auf die Mauer drauf. Da gehen sie natürlich jetzt auch. Da gehen die einmal ganz rum. Euer Ernst. Das wird noch schwieriger als gedacht. Weil ich jetzt leider einmal die im Endeffekt weggeschmissen habe. Oh nee, warte, sie holen sich noch. Ja, sie holen es sich noch. Ja, sie sind jetzt zwar kaputt, aber ist in Ordnung. So.
Wo kann ich denn noch herlaufen? Da kann ich noch herlaufen. Ja, wunderprächtig. Ja, wunderprächtig. Es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Es wird reichen. Es wird reichen. Es wird reichen. Alles gut. Alles gut, Leute. Alles gut. Es wird funktionieren. Wir werden es uns holen. Und zwar sowas von. Boah, schwere Geburt, ne? Schwere Geburt. Und wir haben noch den sechsten Angriff dadurch. Wir können noch einen machen. Wir haben jetzt den sechsten Angriff. Oh, yeah, baby, baby, baby. Wir haben den sechsten Angriff bekommen. So. Und jetzt haben wir die Möglichkeit. 1, 2, 3, 4 Stück. Pass auf, welches nehmen wir jetzt mit? 1, 2, 3 oder 4? Hey Siri. Bitte eine Zahl zwischen 1 und 4. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 4 ist 3. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal Magiertal. Ist schon mal das, was wir angreifen wollen. Ja gut, ich brauche mir ja keine Taktik zu überlegen. Das macht ja Siri für uns. Hey Siri. Bitte eine Zahl zwischen 1 und 10. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ist 7. Aha. Der Rambock. Ja, ist nicht gut eigentlich. Weil also, ich glaube nicht, dass wir so viele Mauern haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, passt. Hey Siri. Bitte eine Zahl zwischen 1 und 9. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 9 ist 9. Das ist zum Beispiel jetzt wieder besser. Die Karren, die kann ich ganz gut gebrauchen. Komm, wir nehmen ruhig mal 2 mit. Dann haben wir jetzt 110. Also, jetzt haben wir noch 30 übrig. Hey Siri. Bitte eine Zahl zwischen 1 und 9. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 9 ist 1. Ja, ist okay. Für den ersten Angriff jetzt hier, den wir machen, ist es in Ordnung. Hey Siri. Bitte eine Zahl zwischen 1 und 3. Ich muss so lachen. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3 ist 3. Ey, wir haben 10-mal den Rambock, ne? Wir haben 10-mal den Rambock und haben jetzt sogar noch einen Sprungzauber. Wie kacke ist das denn bitte, oder? Wie kacke ist das denn? Aber okay. Hey Siri. Bitte eine Zahl zwischen 1 und 2. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 2 ist 2. Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar, dass wir jetzt hier das hier bekommen. Wirklich, es war abzusehen. Vor allem, guckt euch mal die Map an. Guckt euch die Map mal an. Ich habe so viele von diesen Ramböcken. Wozu brauche ich denn jetzt bitte noch hier... Ja, wozu brauche ich denn jetzt bitte hier noch einen Sprung? Und vor allem nicht nur einen Sprung. Nein, zwei. Zwei Sprung. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß es wirklich selber nicht, wofür. Ja, geht natürlich jetzt auch da drauf. Da geht auch die Mauer drauf. Wir müssen die natürlich erstmal da hinsetzen. Logisch. Ich muss sie ja irgendwie loswerden, ne? Wir müssen sie ja irgendwie loswerden. Es sind ja erstmal noch normale Barbaren. Ja, komm. Gehen wir mal drauf. So. Schnappen wir uns jetzt mal eben zumindest schon mal die Kanone. Was haben wir denn auf der Seite? Da haben wir das. Da haben wir noch die Karre. Da möchte ich eigentlich erstmal nicht her. Okay. Wir schicken jetzt mal die Karren hinterher. Und räumen jetzt hoffentlich auf der Seite schon mal ein bisschen auf. Ich muss so lachen. Das Problem ist jetzt, was mache ich jetzt noch mit den ganzen Ramböcken, ne? Da haben wir ja den Sprung gesetzt, aber das bringt mir da ja gar nichts. Ja, komm, ich schicke sie jetzt mal dahin, damit sie weg sind. Denn sonst haben wir nichts davon. Sonst haben wir nichts vom Sprung. Und den Sprung möchte ich auf jeden Fall haben. Ja, es läuft gar nicht mal schlecht. Oh, wir haben ein Achievement. Wir haben ein Achievement bekommen. Die Karren sind auch noch am Start. Kommt, Karren. Karren, 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 Karren. Bitte, 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 bitte. Schnappt euch noch die Multikanone. Komm, komm. Ja, die ist auch noch weg. Ah, ganz knapp ist sie noch kaputt gegangen. Ärgerlich. Aber den Speerwerfer kriegen wir noch. Nicht schlecht. Nicht schlecht, würde ich sagen. Und für unseren Nächsten, der vielleicht noch angreifen möchte, holen wir uns jetzt sogar noch eben die Luftbomben. Das ist natürlich auch gut. Da kann man wirklich nicht meckern. Da kann man wirklich nicht merken. 34%, also da soll sich jetzt mal wirklich keiner beschweren, dass wir jetzt hier nichts gerissen hätten. Also das ist doch mal wirklich gut. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, für weitere solcher Folgen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren und wir nehmen uns erstmal das Achievement mit. Erbeutet 20.000 Stadtgold bei Überfällen, Kaching, Kaching. Nehmen wir gerne die Juwelen mit und dann bis zu einer neuen Folge Clash of Clans mit mir, dem Fred. Macht's gut, tschüss.